Der Donnerstagabend gehört wieder der Politik hier in ORF 3. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier aus dem Radiokulturhaus zu einer Debatte mit genügend Abstand, aber nah dran am Geschehen im Hohen Haus. Denn dort ist es heute heiß hergegangen. Finanzminister Gernot Blümel hat sein erstes Budget vorgelegt und es sind tiefrote Zahlen, die da aufscheinen. Die Corona-Krise stürzt Österreichs Staatshaushalt in ein Milliardendefizit und das über mehrere Jahre hinweg. Ausweglos, aber machbar, meint der Finanzminister. Vor Ihnen liegt die budgetäre Antwort auf die Covid-Krise. Diese Antwort ist teuer, aber wir können sie uns leisten. Vorerst heißt das aber, die Staatsschulden werden anschwellen auf 85% der Wirtschaftsleistung. Damit liegt Österreich zwar im europäischen Mittelfeld, Deutschland, Finnland oder Ungarn zum Beispiel machen in derselben Krise aber weniger Schulden. Schwer getroffen ist vor allem der Arbeitsmarkt. Fast 410.000 Menschen haben derzeit keinen Job, um 75.000 mehr als noch vor einem Jahr. Der Finanzminister will nächstes Jahr 400 Millionen Euro für die Umschulung und Weiterbildung von Arbeitssuchenden investieren. Das sei aber viel zu wenig, kritisiert der Wirtschaftsökonom. Das ist gut, dass hier mehr Geld ausgegeben wird, aber einige wichtige Problemgruppen am Arbeitsmarkt werden sozusagen vernachlässigt. Insbesondere findet sich überhaupt nichts bei den Langzeitbeschäftigungslosen. Dort ist unsere Hauptsorge. Langzeitbeschäftigungslosigkeit ist fast immer mit Armut verbunden. Das heute vorgelegte Budget bildet in erster Linie die Corona-Maßnahmen ab, sagt der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts. Schwerpunkte, die darüber hinausgehen und auch im Regierungsprogramm stehen, würden fehlen, wie etwa die zweite Stufe der Steuerreform. Also auch die stärkere ökosoziale Orientierung des Abgabensystems. Es ist nicht anzunehmen, dass das Ganze völlig aufkommensneutral ist. Das ist ein Beispiel. Oder wir stehen vor einer Gesamtreform der Pflege, da ist ein bisschen etwas drin, übergangsmäßig, aber man kann nicht erkennen, dass das schon irgendwie 2021 oder auch im Finanzrahmen für die späteren Jahre seine Auswirkungen hätte. Setzt dieses Budget die richtigen Akzente? Wird genug zur Krisenbewältigung ausgegeben oder brauchen wir demnächst noch viel mehr? Oder läuft insgesamt alles in die falsche Richtung? Darüber diskutieren wir jetzt und das sind heute Abend meine Gäste. Viel Kritik am geplanten Budget gibt es von Kajan Greiner, dem Budgetsprecher der SPÖ. Ihm fehlen Maßnahmen zur Absicherung kleiner Einkommen und zur Rettung von Betrieben. Ganz anders sieht es Gabriel Obernosterer, der Budgetsprecher der ÖVP. Er glaubt, dass Österreich die Wirtschaftskrise durch das neue Budget sicher überstehen wird. Erwin Angerer, für den freiheitlichen Wirtschaftssprecher, ist der Budgetentwurf eine vertane Chance. Für ihn fehlt es an weitreichenden Reformen. Jakob Schwarz, der grüne Budgetsprecher, sieht im Budget die Möglichkeit, auch nachhaltig aus der Wirtschaftskrise herauszukommen. Als No-Future-Budget bezeichnet hingegen Karin Doppelbauer von den NEOS den Budgetvorschlag von Finanzminister Gernot Blümel. Er habe hier auf innovative Ansätze und Zukunftsideen vergessen. Ja, und ich fange gleich mit Ihnen an, Herr Obernosterer. Es zeichnet sich ja gerade ab, oder wir wissen es eigentlich schon, morgen werden einige österreichische Bezirke auf Rot gestellt. Die Corona-Ampel steht auf Rot. Die Zahlen steigen stark an. Angesichts dieser Entwicklung, ist dieses Budget das Papier wert, auf dem es steht, oder müssen wir damit rechnen, dass wir noch viel mehr Geld im Budget brauchen, um diese Krise zu bewältigen? Ja, ich glaube, wir sind wieder vor der gleichen Situation, wie wir heuer schon im Frühjahr waren. In diesem Budget, das aufgestellt wurde, noch ja, durch den Experten, was eigentlich zu erwarten ist, wo viel Geld investiert ist worden, es ist ja das Ziel gesetzt worden von dieser Regierung, als diese Corona-Krise gekommen ist, wo man gesagt hat, wer schnell hilft, hilft doppelt. Das ist das Ziel gewesen. Man hat jeden Unternehmer in diesem Land eigentlich Hilfen angeboten mit über verschiedene Pakete, das garantiert hat, und das ist heute einfach auch der Fixpunkt. Wir sagen immer dazu, wer bis zum 15. März in der Lage war, seinen Verpflichtungen nachzukommen, ist es auch heute noch. Das heißt, diese Pleitewelle, die man schon gesagt hat, dass heuer im Sommer und den Herbst daherkommt, die ist nicht da. Und wenn jetzt, wir kennen die Zahlen,
Jeder weiß, was man davon halten hat. Der Tourismus hat fast am meisten Angst davor, vor dem Winter. Wir haben das im Frühjahr auch gehabt. Wir hoffen, dass wir das praktisch bis zu Weihnachten wieder in den Griff bekommen. Das Budget ist aber so aufgestellt, dass natürlich auch gewisse Reserven drinnen sind. Wir wissen, was wir im Frühjahr gesagt haben, der Tourismus wird komplett flach liegen. Es hat den Tourismus stark betroffen. 33% Einbruch im Tourismus allein. Hauptsächlich natürlich der Städtetourismus. Der Ferientourismus hat eher besser abgeschnitten, wie in den Berechnungen drinnen waren. Und ja, man muss das einfach optimistisch sehen. Was wirklich daherkommt, ich glaube, diese Weisheit hat niemand auf der Welt, nicht nur in Österreich. Aber es ist dann nicht schwer, einfach auf Basis des, wir wissen nicht genau, was da daherkommt, ein Budget zu erstellen, das dann auch halten soll? Also ich glaube, das war ja die große Herausforderung, die auch schon bekannt war bei der Erstellung des Budgets. Trotzdem ist versucht worden, möglichst viele der Punkte, die man schon absehen kann, zu berücksichtigen. Deshalb ist ja auch ein relativ großes Defizit drinnen, damit man Mittel hat für die Kurzarbeit, für den Fixkostenzuschuss und so weiter. Wesentlich erscheint mir allerdings, dass wir es schaffen, eben auch schon ein bisschen nach vorne zu blicken. Und wir haben es eben geschafft, in diesem Budget mit der jährlichen Klimamilliarde auch sicherzustellen, dass wir quasi uns aus dieser Krise, die eine Beschäftigungs- und eine Wirtschaftskrise ist, so raus zu investieren, dass wir gleichzeitig was tun, um die Klimakrise zu bewältigen. Und insofern ist, glaube ich, der Schwerpunkt des Budgets sehr gut gelegt und auch ein Meilenstein. Aber Herr Greiner, die Kritik, die von der SPÖ kam, war laut und unüberhörbar. Sie sagen auch, Sie sind pessimistisch, dass dieses Budget halten wird. Wieso? Naja, erstens einmal die Grundannahme des Budgets ist, dass quasi der Virus zu Silvester verschwindet und ab Jänner alles wieder aufwärts geht. Und dass zum Beispiel alle Reisebeschränkungen vor Beginn der Wintertourismussaison aufgehoben werden. Das steht ausdrücklich im WIFO-Bericht auch so drin. Und das wird nicht passieren. Man weiß nicht genau, wie sich das entwickelt. Darum geht es mir gar nicht so. Das ist nur einfach, die Basis kann schon mal nicht stimmen von dem ganzen Budget. Also, das ganze Basisrechenwert geht. Prognose herzunehmen, geht, dafür ist ja nein, aber es gibt verschiedene sinnvoll. Prognosen und das ist die Prognose. Es ist ganz schnell vorbei. Das glaube ich nicht. Die wesentliche Frage, und das haben wir auch im Frühjahr gesagt, ist zum Beispiel, wer schnell hilft, hilft doppelt. Und wir haben hier sehr konstruktive Vorschläge gemacht, wie man schnell helfen kann, nämlich über die Finanzämter und nicht über, indem die Wirtschaftskammer hier neue Strukturen, neue EDV aufbauen muss, wo es dann Wochen dauert, bis man irgendwelche Anträge überhaupt abgeben kann, wo es Wochen dauert, bis die bearbeitet werden, wo die Hilfe eben nicht schnell ankommt, sondern monatelang dauert. Da hat die Regierung leider nicht auf uns gehört. Und jetzt sagen wir, in der Phase jetzt ist entscheidend drei Punkte. Das eine ist, die kleinen Einkommen sichern, weil die gehen zu 100% in die Nachfrage. Und unser größtes Problem bei der Konjunktur ist die Inlandsnachfrage. Und da haben wir mehrere Vorschläge gemacht, unter anderem Arbeitslosengeld erhöhen auf 70%. Wir haben jetzt bereits 400.000 Arbeitslose, die haben von heute auf morgen nur noch das halbe Einkommen. Und dass wir sagen, dass die nicht nur das halbe, sondern wenigstens zwei Drittel ihres Einkommens haben, weil es kann sich jeder vorstellen, wie das ist, von heute auf morgen nur noch das halbe Einkommen zu haben. Aber die Miete, die Strom, die Gasrechnung und so weiter bleiben ja gleich hoch. Wir können uns dann gerne mit einzelnen Punkten das heißt, das noch ist der erste Punkt, glaube ich, den wir brauchen. Der zweite sind die Investitionen, hier vor allem von den Gemeinden. Da gibt es ein Paket von der Regierung, das viel zu klein ist. Wir wissen, für die Konjunktur ist es entscheidend, dass die Gemeinden investieren. Das hilft der lokalen Wirtschaft und das ist das, was wir jetzt brauchen, vor allem auch die Klein- und Mittelbetriebe. Das Paket, das hier geschnürt worden ist, ist viel zu klein. Das ist circa nur ein Fünftel von dem, was wir brauchen. Und der dritte Bereich ist, dass wir eine Struktur brauchen, wie wir Betriebe, die in Schwierigkeiten kommen, auch retten können, indem der Staat hier Eigenkapital übernimmt. Das machen andere Länder jetzt in der Krise, wie Deutschland. Und Österreich hat das in den 80ern und 90ern sehr erfolgreich gemacht. Und diese drei Sachen haben wir bereits vor der Budgeterstellung gesagt. Das muss das Budget können. Und keines dieser drei Punkte ist erfüllt. Ich wollte nur ganz gerne in einer ersten Runde mal ganz grundsätzlich Sie fragen, für wie valid Sie dieses Budget halten, angesichts der Entwicklung, die da jetzt wieder offensichtlich auf uns zukommt. Herr Angerer, bei der FPÖ sagt man immer eigentlich, wir brauchen keine Einschränkungen, keine Maßnahmen, keine Lockdowns oder ähnliche Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wie würden Sie es denn machen? Na, das stimmt so nicht ganz. Also ich glaube,
wer wissen müsste zu diesem Zeitpunkt, ob dieses Budget hält, ist die Regierung. Und dazu braucht man eine Strategie. Und ich und wir erkennen diese Strategie bei dieser Regierung nicht. Wir erkennen die Strategie weder, was den Umgang mit dieser Pandemie, mit dem Coronavirus betrifft, und wir erkennen die Strategie nicht, was dieses Budget betrifft. Also das ist das, was mir total fehlt. Also wenn man heute eine Strategie hätte, dann kann man die auch den Unternehmen und den Menschen draußen sagen und sagt, so und so wird das in der nächsten Zukunft passieren. Aber die Strategie der Regierungsparteien geht offensichtlich von einer Pressekonferenz zur nächsten. Und an dem kann sich niemand orientieren. Kein Unternehmer weiß heute draußen, kann nicht planen, weiß nicht, was morgen passiert, weiß nicht, ob morgen ein Lockdown ausgerufen wird fürs ganze Land, für seinen Bezirk, für seinen Ort. Also wie soll da jemand vernünftig planen und die Wirtschaft wieder in Gang kommen? Also wenn man nicht endlich beginnt, hier auch offen zu kommunizieren und eine Strategie auf den Tisch zu legen von der Regierung, dann sehe ich sehr schwarz. Ja, aber also können Sie erklären, wie man eine Strategie finden soll bei Entwicklungen, die man nicht vorhersehen kann? Na, selbstverständlich. Es gibt ja in Europa Beispiele. Also das schwedische Modell ist eine Strategie. Da hat man genau gewusst, wie geht man um mit der Krise, welche Personengruppen schützt man, welche Institutionen muss man schützen und wie schaffe ich es, dieses Virus zu überstehen, auch wirtschaftlich zu überstehen, nicht nur von der Gesundheit her. Und wenn der Chef der AGES heute sagt, dieses Virus werden wir nicht stoppen können, dieses Virus werden wir nicht ausrotten können, das ist einfach so, wir werden damit leben müssen, dann muss ich mir dafür eine Strategie zurechtlegen. Die Strategie kann jetzt sein, alles zuzusperren, wir sperren uns alle zu Hause ein, setzen alle in Maske auf und die Wirtschaft geht in den Bach hinunter, oder es gibt eine andere Strategie und die fehlt mir bei dieser Bundesregierung. Frau Doppelbauer, auch die NEOS sprechen von einem No-Future-Budget. Ist es nicht schwierig, weit über eine Entwicklung hinauszudenken, die uns momentan alle so sehr beschäftigt? Ja, das glaube ich eben tatsächlich nicht. Ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die angegangen werden müssen, damit wir eben diese massive Krise, solange sie auch dauert, und das wissen wir, glaube ich, alle nicht, das können wir jetzt alle wirklich nicht sagen, aber was wir wirklich sagen können, es gibt Wege und Ziele, wie wir aus dieser Krise uns heraus investieren und oder heraus reformieren auch können. Und das sind ja Rezepte, die sind ja nicht neu. Das sind ja Rezepte, die wir alle wissen, der Herr Bartelt hat es ja auch schon angesprochen. Da geht es darum, dass man sich Strukturreformen anschaut. Da geht es darum, dass man richtige Investitionen für die Zukunft setzt und die einfach so setzt, dass man hier auch weiß, das ist auf jeden Fall ein Weg nach vorne. Und deswegen haben wir dieses Budget auch als sehr mutlos bezeichnet. Und uns fehlen einfach diese großen Zukunftsthemen, die wir auf jeden Fall brauchen werden, um hier wirklich diese massive Krise auch überwinden zu können. Und das ist die ganz, ganz große Kritik, die wir haben. Also es fehlen Zukunftsthemen, es fehlt Strategie, es fehlen Maßnahmen, die der Herr Greiner eingemahnt hat. Herr Schwarz, was ist da schiefgegangen? Also aus meiner Sicht ist nichts schiefgegangen. Ich glaube, das Budget trifft ziemlich genau das, was jetzt an notwendigen Maßnahmen zu machen ist. Zum einen natürlich die drei Punkte, die der Kollege Greiner schon angesprochen hat. Wir haben gleich am Anfang mit den Überbrückungshilfen sichergestellt, dass die Unternehmen nicht insolvent gehen. Wir haben dann ein Konjunkturpaket geschnürt, das sehr groß ist und das insbesondere in Zukunftsinvestitionen geht, wie zum Beispiel den Klimaschutz, aber auch die Digitalisierung und Ähnliches. Insbesondere über die Investitionsprämie wird auch sehr viel privates Kapital für den Klimaschutz, eben für auch Life Sciences und Ähnliches mobilisiert. Und wir haben auch mit dem Fixkostenzuschuss und anderen Dingen Möglichkeiten, Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, wo die Unternehmen das brauchen. Ich glaube auch, dass die Kritik von der Opposition, also einerseits quasi eher so in die Richtung, es ist alles viel zu klein, wir brauchen quasi mehr Geld, um Armut und Armut zu bekämpfen und kleine Einkommen zu stärken. Andererseits, es braucht mehr Geld für die Zukunftsinvestitionen. Das Dritte wäre überhaupt, wir ignorieren die Gesundheitskrise, die vor uns liegt. Und das zeigt zumindest, dass es sozusagen keine einheitliche Richtung gibt, in die sozusagen die Kritik schießt. Und insofern glaube ich schon, dass wir es nicht schlecht getroffen haben. Wir haben einerseits sozusagen sichergestellt, dass wir die Corona-Krise abfangen und die großen Schwierigkeiten, die es gibt, dass die Leute die Jobs nicht verlieren. Und wenn sie es verlieren, dass sie nicht in die Armutsfalle fallen. Aber das passiert ja leider. Das passiert durch Maßnahmen, die wir treffen, eben genau nicht. Also wir haben einerseits bei der Einkommensteuer den untersten, den Eingangssteuersatz gesenkt. 1,7 Milliarden.
Milliarden Euro, das wirkt natürlich und das wirkt auch für die Leute, die so wenig verdienen, dass sie gar keine Einkommensteuer zahlen, nämlich über diese Negativsteuer. Und wir haben gleichzeitig auch viele andere Maßnahmen. Sie wissen das ja auch, wie ich die einmalige Erhöhung des Arbeitslosengeldes, wir haben die Notstandshilfe auf die Höhe des Arbeitslosengeldes angehoben. Und das WIFO hat auch gezeigt, dass wir gerade bei den unteren Einkommen in der Regierung geschafft haben durch unsere Maßnahmen, dass die Einkommen dort nicht gesunken sind. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Wir haben auch geschafft, und das ist, glaube ich, das Zentrale, dass wir die Zukunftsinvestitionen so kombinieren mit den Maßnahmen, die quasi für die Bewältigung der Corona-Krise notwendig sind, Stichwort eben Investitionsprämie, dass wir gleichzeitig Beschäftigung, Wirtschaftswachstum in eine nachhaltige Richtung schaffen und die Klimakrise bewältigen. Und das geht, man kann es sich anschauen, im Verkehr, wir haben 1 Milliarde zusätzlich für Klima, das ist im Verkehr so, das ist bei den Gebäuden so, das ist in der Industrie so, wo wir 100 Millionen sichergestellt haben, um nachhaltige und klimafreundliche Technologien in die Industrie zu fördern. Und damit schaffen wir natürlich, wichtig, die Inlandsnachfrage zu stärken, aber auch, das sieht man ja an den Zahlen, die Exportnachfrage zu stärken, weil auch der Export ist eingebrochen. Ja, aber ganz kurz. Darf ich dafür vielleicht auch einhaken? Sie schauen zurück. Wir diskutieren das Budget von nichts. Wir diskutieren das Budget, das sollte auch nach vorne schauen. Da ist nichts drin für Arbeitslose. Weil das war, wie Sie gesagt haben, vollkommen falsch, nur eine Einmalzahlung und nicht eine Dauerlösung. Aber der Einkommensteuer, die betrifft natürlich jedes Jahr. Aber den Arbeitslosen, aber der Großteil der Arbeitslosen haben davon gar nichts. Es hat die Einmalzahlung geben für die Arbeitslosen. Mhm. Wir haben 700 Millionen Euro, wo wir schauen, dass die Arbeitslosen in die Schulungen kommen, es tun sich neue Jobs auf. Und das ist weniger, das ist pro Arbeitslosen weniger Geld, als 2017, 2018 in der Hochkonjunktur gegeben hat. Also die aktive Arbeitsmarktpolitik. Ja, die Arbeitslosigkeit hochgestiegen ist doch dann klar, dass wir nehmen deswegen, eh schon wesentlich mehr Mittel in die Hand. Deswegen die ist zu wenig ist Geld da. Das ändert ja nichts daran. 700 Millionen ist ja nicht wenig. So viel Geld in die Hand genommen worden für den Arbeitsmarkt wie jetzt. Ja, weil ihr rechnet aus einem einfachen Grund. Ihr rechnet das Arbeitslosengeld dazu. Wenn 500.000 Menschen arbeitslos sind, dann kostet das natürlich mehr, als wenn 300.000 arbeitslos sind. 8 Milliarden für die Kurzarbeit. Das muss ja mehr ausmachen. 8 Milliarden für die Kurzarbeit. Aber das Geld, um diese Arbeitslosen wieder in einen Job zu bringen, das ist weniger geworden pro Kopf. Und zwar deutlich. Ja schon, aber indem man versucht, die Leute in die Arbeitslosigkeit fallen zu lassen. Aber sie sind ja schon dort. Sie sind ja schon dort. 4 Milliarden sind schon geflossen für die Kurzarbeit. 8 Milliarden sind noch zur Verfügung, wenn ich richtig informiert bin. Das ist ein Zusagen, was ausständig ist. Für nächstes Jahr sind nochmal 1,5 Milliarden eingepreist. Es gibt eine Ermächtigung dazu, dass dieses Budget, das jetzt geschnürt ist worden, das aufbaut auf den einfach auch von den Experten her. Wir von der Politik alleine, wir können nicht alles wissen. Aufgebaut ist ganz klar aufgebaut, diese Krise zu schaffen und in die Zukunft ordentlich zu schauen. Jetzt zu stabilisieren und die Zukunft zu gestalten. Mhm. Wir das haben diese, wie Sie früher gesagt haben, wer hilft, hilft schnell. Ich habe einmal gesagt, ich kenne keinen Betrieb und das soll mir irgendjemand einen Betrieb nennen, der bis zum 15. März seinen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen ist, der ist bis jetzt ist dort noch keiner pleite gegangen. So wirken diese Hilfspakete, die wir geschnürt haben, ohne die alle einzeln aufzuzeigen. Und dann das Zweite, die Investitionsprämie. Es wird auch wieder investiert. Ich weiß, dass die Opposition immer gegen das Budget ist. Das war in der Geschichte immer so. Waren Sie wahrscheinlich auch, als Sie noch in der Opposition waren? Ich war Gott sei Dank nie in der Opposition. Gott sei Dank. Und nur alleine das Thema der Zukunftsprämie, dass wir wissen, dass auch wieder investiert wird. Wir haben das zuerst angesetzt mit 1 Milliarde Euro. Die war sofort vergriffen. Wir haben es jetzt aufgestockt auf 2 Milliarden Euro. Bis zu vor 2 oder 3 Tagen sind 1,7 Milliarden Euro an Anträgen dort eingegangen. Das ist eine Summe von 18 Milliarden Euro, die jetzt dort investiert wird. Wir werden auch mit diesen 2 Milliarden nicht auskommen. Dann werden wir es nochmal um 1 Milliarde aufstocken. Das ist alles eingepreist. Frau Doppelbauer wollte gerne einhaken. Ich wollte wirklich ganz gerne einhaken, weil ich glaube, diese schönen Überschriften, die wir da hören, dass wir hier in die Zukunft investieren, ja, das Fleisch hört man schon ein bisschen. Also ganz im Ernst, wenn man sich das jetzt wirklich anschaut, was im Budget niedergeschrieben ist, dann ist
ist das einfach nicht drinnen. Ich meine, wir können jetzt schon sagen, also wir haben ein bisschen mehr Geld. Was ist nicht drinnen? Wir haben, ja, fangen wir an. Ich meine, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber danke für die Frage. Fangen wir an. Bildung. Wir geben im OECD-Schnitt viel zu wenig für Bildung aus. Viel zu wenig. Und ja, wir kriegen jetzt ein bisschen mehr Geld für Bildung. Das finde ich auch gut. Aber das wird das Kraut nicht fett machen für die Zukunft. Das geht weiter bei den Investitionen. Wir liegen unter dem... Das Uni-Budget, aber was ist mit den normalen Schulen? Da hapert es gewaltig. Und nur weil ich jetzt Computer anlaufen lasse, Hardware ankaufen lasse für Schülerinnen und Schüler, übrigens nicht sehr viele und auch nur für eine gewisse Altersgruppe, heißt das nicht, dass wir den Schritt in die Digitalisierung schaffen. Das ist eine Überschrift, die damit nicht abgebildet ist, was an Aktivitäten und an Maßnahmen dahinter steht. Und das ist ja auch die ganz große Kritik. Es gibt sehr viele schöne Überschriften, aber die Maßnahmen dahinter fehlen. Die sind im Budget nicht abgebildet. Darf ich da mal nachfragen, Frau Doppelbauer, was mich interessieren würde, ist, wenn Sie jetzt zusätzliche sozusagen Investitionen einfordern, geht das dann nach dem Motto, wenn sich der Staat schon so tief verschulden muss, dann kommt es auf ein paar Milliarden mehr auch nicht mehr an? Oder? Nein, ich finde, das ist eine wirklich großartige Frage, weil wir, so wie wir unser Budget heute aufgestellt haben, und wir haben ja auch ein Aufschwungbudget heute präsentiert im Gegensatz zu dem, was wir eben von der Bundesregierung vorgelegt bekommen haben. Da geht es nicht nur um smartes Investieren, da geht es auch um Entlastungen, das kostet auch Geld, aber es geht vor allem eben auch um Reformen, um Strukturreformen. Und natürlich müssen wir uns jetzt, wenn wir in die Zukunft gehen wollen, anschauen, wo fließt denn das Geld hin? Und ja, wir brauchen eine Pensionsreform. Wir wissen genau, dass wir ein Viertel der Gelder in Österreich für Pensionen zuschießen. Das sind Dinge, wo man sich was anschauen muss, für Föderalismusreform. Wir haben heute wieder gesehen und wir haben eine Debatte heute dazu gehabt, auch im Plenum, Förderungen. Wir wissen genau, dass es über diese Intransparenz, aber lass mich nur kurz ausreden, über diese Intransparenz, wir geben 20 Milliarden im Jahr an Förderungen aus. Wir wissen nicht, was sie bringen, wir wissen nicht, wer sie kriegt und wir wissen nicht, wie viel Doppel- und Dreifachförderungen es gibt. Also, um die Frage ganz kurz zu beantworten, natürlich wollen wir einen ausgeglichenen Budgetpfad, das heißt, an den richtigen Stellen sparen und reformieren und da, wo es wichtig ist, investieren für die Zukunft. Es gibt schon einige Kritikpunkte, auch Pflege ist gerade gefallen zum Beispiel, also Föderalismusreform. Fehlt das im aktuellen Budget? Also zur Pflege gibt es... Das ist nicht abgebildet im Budget. Natürlich, es gibt eine Erhöhung für die Pflege, die einen ersten Schritt in Richtung Pflegereform ermöglicht. Und vor allem, was mir aufgefallen ist eben, wir haben die Mindestpensionen auf 1.000 Euro erhöht, gerade um Armut abzusichern. Das ist auch eine Maßnahme, die sich ins nächste Budget fortpflanzt und die auch sichtbar ist im 2021er Budget, wo Ihre Kollegin aus der Opposition sagen würde, das ist schlecht investiertes Geld. Ich glaube, wir haben in der Regierung versucht, diese Kombination zu schaffen, einerseits die Leute mit kleinen Einkommen abzusichern und gleichzeitig eben so viel wie möglich von diesen Zukunftsinvestitionen sicherzustellen. Das ist natürlich in einer Krisenphase wie dieser nicht einfach, weil man viele Mittel braucht für andere Dinge. Aber ich glaube, gerade im Klimabereich, der mir besonders am Herzen liegt, weil wir auch keine Zeit haben zu warten, ist es eben schon gelungen. Das sind nicht nur Überschriften, sondern es sind tatsächlich Maßnahmen. Ob es im ÖBB-Rahmenplan ist, die ganze Liste drinnen, ob Stammstrecke in Wien oder Elektrifizierung von irgendwelchen Bahnen. Das ist das Gleiche bei der thermischen Sanierung und so weiter. Also da steckt hinter jedem Euro steckt eine Maßnahme, die sinnvoll ist, um Jobs zu schaffen und gleichzeitig auch diese Krise zu bewältigen. Aber die sind ja zu 95%. Lieber Herr Hammer, Maßnahmen, die gibt es jetzt eh. Einen Satz möchte ich jetzt noch dazu sagen. Wirklich zum Thema Budget. Wir nehmen diese Regierung im Verhältnis wesentlich mehr Geld in die Hand, wie zum Beispiel Deutschland, um den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft zu unterstützen und durch die Krise zu führen. Man kann auch sagen, sie muss mehr Geld in die Hand nehmen, weil es bei uns nicht schlechter ausschaut als in Deutschland. Es ist auch wesentlich mehr Geld in die Hand. Es gibt kein einziges Ministerium, wo in dieser schwierigen Zeit, wo ein Minus davor steht. Alle Ministerien haben mehr Geld bekommen. Und wenn man jetzt die Pflegereform, Frau Kollegin Kroth, ansprechen, natürlich ist das ein Thema. Der erste kleine Schritt ist gemacht. Diese Regierung steht seit Jänner. Und jetzt haben wir die Corona-Zeit. Und diese ist auch im Regierungsprogramm drinnen. Natürlich müssen wir das angehen und müssen wir das machen. Und zu Ihnen, Herr Kollege Kreiner, das unterste Einkommen, nochmal gesagt, muss gestärkt werden. Gerade das unterste Einkommen ist entlastet worden, von 25 auf 20%. Die untersten Pensionen sind angehebt worden. Das ist nur die falsch. Kurzarbeit, mit gerade früher die Summen schon genannt, falsch. Mit wahnsinnig viel Geld, wahrscheinlich 11, 12 Milliarden in Summe, die Kurzarbeit gestützt worden.
wo die Menschen weiterhin ordentlich verdienen und sie den Arbeitsmarkt, zumindest der Firma, zur Verfügung bleiben. Und 700 Millionen. Und Sie wissen auch, diejenigen, die jetzt keinen Job haben und in diese Schulung geben, dass die auch dort die Prämie dazu kriegen. Und wir müssen die Menschen wieder in die Arbeit bringen. Das Herr Angerer wollte auch kurz sich noch die Frage, einbringen. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen zu sehr abgeglitten in Einzeldetail- und Detaildiskussionen, weil die Frage ist ja, wird dieses Budget halten? Und wenn man einmal als Grundlage oder als Annahme jetzt davon ausgeht, dass die Wirtschaft nächstes Jahr wieder soll über 4% wachsen, dann sehe ich das jetzt nicht, weil die Regierung andere Handlungen setzt. Weil man nicht weiß, ob morgen ein Lockdown ausgerufen wird, über Teile von Österreich, über ganz Gesamtösterreich vielleicht. Wir haben gestern einen Antrag eingebracht im Parlament, dass man einen Lockdown ausschließt, einen Gesamt-Lockdown für Österreich. Die Regierungsparteien haben diesen Antrag abgelehnt. Also muss man davon ausgehen, dass dieser Lockdown vielleicht kommt. Also falls dieser Lockdown kommt, hat auch der Herr Kocher gesagt, als Wirtschaftsforscher, dann ist die Krise noch viel größer, als wir sie bisher angenommen haben. Dann wird das noch viel größere Auswirkungen auf das Budget haben das nächste Jahr. Und dann können Sie, wie schon das letzte Budget, dieses Budget auch morgen in den Mülleimer werfen. Aber vielleicht können uns die beiden Regierungsparteien das sagen. Es gibt eine Grundlage. Von dem muss man ausgehen. Das müsst ihr mal sagen. Ihr müsst mal sagen, was tut ihr in den nächsten Tagen? Was tut ihr in den nächsten Tagen? Was macht ihr in den nächsten Tagen? Wie weit schränkt ihr die Wirtschaft in den nächsten Tagen ein? Die Frage, was ist an uns gerichtet, hat es angenommen. Und die ist richtig so. Einen Lockdown darf es ausschließlich geben, wenn die unmittelbare Gefahr ist, dass quasi wir nicht genug Platz in den Intensivstationen haben für kranke Menschen. Warum haben Sie dann gestern nicht zugestimmt? Das ist der Punkt, wo du einen Lockdown machen darfst, sonst darfst du gar keinen machen. Das ist einfach die Regel, die ist jetzt beschlossen worden, das ist gut so und den kann niemand ausschließen. Und ich sage auch, bevor wir Kranke nicht behandeln können, ja, dann mache ich lieber einen Lockdown, auch wenn ich keinen will. Aber bevor ich Situationen habe, dass wir einfach Kranke nicht behandeln können, aber ich will nur was sagen. Vielleicht können die beiden da ja schon, Klarheit schaffen mit dem Lockdown-Thema. Das ist schon gesetzlich geklärt. Das Ziel der Bundesregierung mit den Maßnahmen ist ja, den Lockdown genau zu verhindern. Das heißt, was immer jetzt in Schwebe ist und worauf Sie sich beziehen, sind ja Maßnahmen, mit denen man versucht, genau dieses Szenario, vor dem Sie gerade warnen, zu vermeiden. Und was Sie machen in der FPÖ, ich weiß nicht, wie Sie persönlich dazu stehen, aber in Ihrer Fraktion ist es zumindest so, nämlich, weiß nicht, beim Maskentragen ist man skeptisch und überall, jede quasi kleine Maßnahme, die man versucht zu treffen, um die Verbreitung des Virus einzuschränken. Also bei kleinen Kindern Masken zu tragen, was Sie verbreiten, ist quasi die Königsweg zum Lockdown. Und ich glaube, das ist genau das, was die Regierung vermeiden möchte. Na, aber der Herr Angerer ist heute mit einer Maske gekommen, wie alle anderen auch. Also, gut, ja? Unsere Haltung, was Masken betrifft, ist ganz klar. Wir haben ja schon mehrfach artikuliert. Dort, wo man Menschen schützen muss, in Seniorenheimen, in Krankenanstalten, beim Arzt, wo auch immer, wo schützenswerte Personengruppen sind, selbstverständlich die Maske zu tragen. Aber ihr müsst doch der Wirtschaft Luft geben. Ihr nehmt doch der Wirtschaft die Luft. Ihr nehmt den kleinen Kindern die Luft. Ihr dreht die Wirtschaft ab und legt ein Budget vor, das davon ausgeht, im nächsten Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 4%. Wie soll denn das funktionieren? Was haben wir jetzt an Auflagen oder an Verordnung von Gesundheitsminister da, was der Wirtschaft die Luft nimmt? Das einzige Bundesland. Müsstest du sagen, dass eine Schwerstunden vor Verlängerung für eine Gastronomie eine Unterstützung ist? Oder eine Maskenpflicht in der Gastronomie oder ist im Handel? Ist das eine Unterstützung? Kein Essen weniger, wenn ist das Unterstützung für ein Unternehmen? Das wenn ich muss eine Maske tragen, wenn ich irgendwo hin einkaufen gehe. Ich weiß nicht, warum ihr das nicht seht. Das ist der Schutz des weiteren Schaden. Wenn ich damit verhindern kann, dass noch viel mehr Leute krank werden und dass das immer weitergeht. Also, wenn nichts Schlimmes daherkommt, und da spreche ich jetzt als Wirt und als Hotelier, wenn der Gast mit einer Maske hereingeht und wenn er niedersitzt, dass er sie runtertut, oder dass man eventuell, um einen Lockdown zu verhindern, um 10 oder um 11 Uhr, sprich um 22 oder um 23 Uhr, müssen Sperrstunden machen, dann ist das Geringste. Also, Herr Kollege Angerer, schau ein bisschen lieber die Grenzen außen, bitte, und nicht leid von Miltop nach Wien. Wir sind eigentlich beim Budget und bei der Frage, kann dieses Budget, so wie es da liegt, dem entsprechen, was im Moment an Herausforderungen in diesem Land gerade besteht? Es gibt Kritik, wie wir gehört haben, aber es gibt auch viele positive Reaktionen, denn in vielen Bereichen gibt es nämlich deutlich mehr Geld. Schauen Sie mal.
Geht es nach der Regierung, gibt es beim Budget nur Gewinner. Der Innenminister bekommt nächstes Jahr mehr als 3 Milliarden Euro, also 215 Millionen mehr als zuletzt. Das bedeutet mehr Geld für Ausrüstung für die Polizistinnen und Polizisten, mehr Geld für das Thema Ausbildung, aber auch mehr Geld vor allem für den Ort, wo viele Kolleginnen und Kollegen ganz viel Zeit verbringen, nämlich für die Polizeiinspektionen. Ein Viertel der Wiener Inspektionen wird renoviert. Außerdem bekommen Beamte mehr Bodycams und neue Sturmgewehre. Auch die Grünen nehmen offenbar gerne in Kauf, dass der Schuldenstand auf 85% steigt. Die Grünen haben deshalb so eine besondere Freude, weil hier auch sehr viel grüne Investitionen, vor allem in Klimaschutz und neue Umwelttechnologien drinnen sind. Grundsätzlich zufrieden mit dem Budgetplan für die kommenden Jahre zeigen sich die österreichischen Universitäten. Große Vorhaben seien nicht möglich, der eingeschlagene Weg könne aber fortgesetzt werden, so die Konferenz der Unirektoren. In einer solchen Zeit in Wissenschaft und Forschung zu investieren und 4% pro Jahr Steigerung sind eine Investition, entspricht genau der Forderung, die wir immer wieder gestellt haben, die Krise zu nutzen, um in die Zukunft zu investieren. Bei besserer Wirtschaftslage erhoffe man sich dann auch wieder mehr Geld. Es gibt also auch einige zufriedene Gesichter heute, Frau Doppelbauer. Irgendwann werden wir alle die Rechnung dann zurückbezahlen müssen. Wie sehen Sie das? Kann die Wirtschaft das leisten durch Wachstum, durch starkes Wachstum in den Folgejahren nach Corona, oder kommt irgendwann die Rechnung? Ich glaube, die Rechnung kommt ganz gewiss, und irgendwer wird das zahlen müssen, was jetzt ausgegeben wird. Und ich teile die Begeisterung nicht, dass jedes Ministerium mehr Geld bekommt. Ich teile das wirklich nicht. Das ist für einige Bereiche sehr, sehr wichtig, dass, wie ich gesagt habe, smart investiert wird. Aber es gibt durchaus auch einige Bereiche, wo ich die Steigerungen ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen kann. Und ja, die Rechnung wird irgendwer wann bezahlen müssen. Und das ist eben auch das, was passieren wird. Es wird wieder die Jungen treffen, es wird die nächsten Generationen treffen. Und deswegen pochen wir eben so stark darauf, wie übrigens auch eigentlich alle Ökonomen. Es ist ja jetzt nicht, dass wir NEOS das erfunden hätten. Aber auch alle Expertinnen und Experten stimmen einfach zu, wenn sie sagen, wir müssen Strukturreformen machen. Wir müssen in diese Reformen hineingehen, um eben das System auch weiterhin zu ermöglichen. Wir wollen ja alle auch in 10 Jahren noch in einem wohlhabenden Staat leben, mit vielen Arbeitsplätzen, mit guten Jobs, und hoffentlich mit einem sehr, sehr guten Bildungssystem. Und, das ist mir als Budgetsprecherin natürlich wichtig, mit einem ausgeglichenen Budgetpfad. Das heißt, wir reden im Augenblick nur über das Geld ausgeben. Ich habe manchmal wirklich auch das Gefühl, ja, wir sind in einer Krise und es ist wichtig, dass wir gut Geld ausgeben. Das ist der Da bin ich vollkommen d'accord. Aber nicht mit der Gießkanne, nicht ohne Struktur und Plan, vor allem nicht mit dem großen Bild im Augen, wo wollen wir uns hin investieren. Das ist einfach das, wo die ganz große Kritik bei uns auch anschließt. Und weil wir gerade bei den Universitäten gehört haben, ich finde es sehr gut, dass wir in den Universitäten wirklich hier mehr Geld zur Verfügung stellen. Also das freut mich wirklich sehr. Was mir aber abgegangen ist, es gab eine große Pressekonferenz, und ich bin halt Oberösterreicherin in Linz, zu dieser neuen technischen Universität, die es geben soll, Digitalisierungsuni, die ist auch in keinem Budget. Und wenn man nachfragt, was die kosten wird, ich meine, das sind Milliarden, die haben wir nicht im Budget. Das heißt, da kommt einfach meine Kritik her. Das meine ich damit, schöne Überschriften, tolle Pressekonferenzen, aber es fehlt das Fleisch dahinter. Will jemand dazu Stellung nehmen von Ihnen? Also ich habe es, glaube ich, vorhin schon ausgeführt zum Klimathema. Was ich noch zur Rückführung sagen möchte, ist, dass natürlich das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir, der Schuldenstand wird ja so 10% des Bruttoinlandsprodukts gemessen, dass wir das Bruttoinlandsprodukt erhöhen, dann wird der Schuldenstand automatisch kleiner. Und dafür sind diese Investitionen, die wir machen, die insbesondere im Ökobereich sind, aber auch in anderen Bereichen, so wichtig, weil es uns erlaubt, eben den Schuldenstand abzubauen, indem wir rauswachsen. Und ich glaube, dass es auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Justiz, wo es Erhöhungen gegeben hat, wo noch vor wenigen Jahren der stille Tod der Justiz angekündigt worden ist und wo es jetzt eine Trendumkehr gibt, das, glaube ich, was quasi grundsätzlich positiv gesehen wird, ist auch sehr konkret. Also man weiß, wofür man diese Mittel verwendet. Ich möchte das mit Ansatz abkürzen, Frau Kollegin Doppelbauer. Ich glaube, wenn man sich das Budget anschaut, da sieht man nur Fleisch und keine Überschrift. Na, da sehe ich ganz wenig Fleisch. Und wenn ich mir die Maßnahmen ansehe, wenn Sie hier zum Beispiel sagen, es gibt eh die Maßnahmen, dass die Betriebe gerettet werden und die Arbeitsplätze gerettet werden, dann sehen wir ja, dass was in dieser Blackbox-Kofak passiert, die ja keiner Kontrolle unterliegt, passiert ja Folgendes. Da werden nicht Arbeitsplätze gerettet, da werden
Dividenden gerettet, da werden Manager-Boni gerettet und da werden Leute gekündigt. Bleib mal bei der Sachlichkeit. Und da, ja, das ist ganz sachlich, ach, das ist das, was passiert. Und der Finanzminister macht dann Folgendes, der sagt, naja, ist eh klar, dass die Manager-Boni ausbezahlt werden, weil das ist ja für die Gewinne vom Jahr 2019. Und es ist eh klar, dass die Dividenden ausbezahlt werden, weil das sind ja die Gewinne von 2019. Und was er jetzt macht, ist, dass er sagt, die Steuer für die Gewinne 2019, die kriegen die Betriebe zurück, aber sie können Hunderte und Tausende Leute entlassen. Hauptsache die Manager kriegen ihr Geld, Hauptsache die Eigentümer kriegen ihr Geld und die Steuer kriegen sie auch noch zurück. Also das ist nicht die Art und Weise. Die kriegen sie nicht zurückgeschickt. Entschuldige, natürlich passiert genau das. Er kann sie Geld machen, die Steuer. Er kriegt die Steuer zurück. Das ist nicht korrekt. Er kriegt die 19er Steuer zurück, aber die Managerboni darf er sich behalten, die Dividenden darf er sich behalten und die Leute, die Arbeitnehmer, die darf er raushauen. Das ist die Praxis bei ihren Helfen. Da können wir uns jetzt alle, wir sind jeden Tag Meier-Mellenhof, Auer, MAN, ja, wurscht, wo wir hinschauen, wurscht, ob das in Oberösterreich ist, in der Steiermark, in Niederösterreich, wo Sie hinschauen, das passiert jeden Tag. Die Rechnung wird jemand bezahlen. Es ist nur die Frage, wie hoch die Rechnung sein wird. Und es ist zu befürchten, und da muss ich dem Kollegen Greiner recht geben, dass es die Kleinen zahlen werden. Es werden die Arbeiter und Angestellten die Rechnung zahlen, es werden die Kleinen und Mittelbetriebe die Rechnung zahlen. Faktum die, jetzt auch. Die sind die Verlierer dieser Krise und die sind die Verlierer der Maßnahmen dieser Regierung. Die Großen machen die großen Gewinne. Die großen Internetkonzerne machen zurzeit schon die großen Gewinne. Die kriegen aus der Koffer, wie es der Kollege Greiner schon gesagt hat, eine Blackbox, dem Parlament die Kontrolle entzogen, 18 Milliarden Euro hineingeschoben und dort wird Großgeld verteilt. Die holen sich dort das Geld heraus. In Österreich werden die Arbeitsplätze abgebaut, im Ausland werden sie wieder neu eingestellt. Vielleicht können Sie auch ein bisschen erklären, die Sache mit der MAN zum Beispiel, da gab es eine Standortgarantie, die wird dann einseitig aufgekündigt. Was sind dann solche Absprachen auch in Krisensituationen wie jetzt mit Unternehmen wert, die in einer solchen Situation mit viel Steuergeld auch gerettet werden und dann in ein paar Jahren sagen, tut mir leid, ja, das ist bedauerlich. Ich glaube, die Wirtschaftsministerin ist da schon ziemlich traurig. Ich wollte vorhin noch quasi eine Korrektur anbringen in Bezug auf was du gesagt hast. Das ist ja inhaltlich vollkommen falsch. Also ich kenne diesen Fixkostenzuschuss, die Fixkostenzuschussrichtlinie sehr gut. Und da haben wir explizit, das habe ich nämlich mitverhandelt, sichergestellt, dass es für Managerboni und für Dividendenauszahlungen und eben auch für Unternehmen die Steuer hinterziehen. Ja, aber das danach, war eben nicht in der Sache. Das war eben nicht über die Fixkostenzuschussrichtlinie, und Unternehmen, die Mitarbeiter kündigen, eben keinen Fixkostenzuschuss gibt. Das ist in anderen Bereichen wie der Kurzarbeit nicht mitverhandelt worden, das haben die Sozialpartner ausverhandelt. Aber in dem Bereich, den Sie als Blackbox bezeichnen, der übrigens nur deshalb eine Blackbox ist, weil Sie verweigern, in diesen Beirat zu gehen, der offen ist, was angeboten wird. Die Diskussion können wir gerne führen. Ja, also dort ist es mit Sicherheit nicht so. Also dort ist es, gibt es klare Begrenzungen. Also Begrenzung in Bezug auf all diese Vorwürfe, die sie machen. Und es ist ja keine Blackbox, sondern es ist einfach nur die Agentur, die die Mittel für die Unternehmen zur Verfügung stellt, die Mittel brauchen. Das ist alles. Und nochmal zurück zu dem, sie was ich ganz am Anfang... Bei den Großen, ich habe vorher extra bei mich den, zurückgehalten, aber nicht bei den Großen gibt es Einzelverträge und Einzelmaßnahmen und nicht für die Kleinen stimmt das, was Sie sagen. Die Kleinen, die dürfen das alles nicht. Die Großen schauen es und gibt, die Großen machen es. Gibt einen und die Großen, von denen Sie reden, das ist die Auer. Und für die hat es natürlich ein spezielles Paket gegeben, aber das ist auch nachvollziehbar. Das ist nicht der Einzige. Es gibt ein System in dieser Regierung, das zieht sich durch. Sie schieben Milliarden in Konstrukte, die aus der Kontrolle des Parlaments entzogen sind. Genau. Das ist die Wirtschaftskammer, das ist der große Profiteur, der wird querfinanziert jetzt noch über das Budget. Zuerst sagt die Wirtschaftskammer, wir können alles abwickeln, wir haben kein Problem, wir haben die Kapazitäten, wir werden dafür auch den Unternehmen die Grundumlage nicht vorschreiben. Jetzt schreibt die Wirtschaftskammer auf einmal den Unternehmen die Grundumlage vor. Was hat man in der Zwischenzeit getan? Die Richtlinie im Finanzministerium geändert, dass der Unternehmer sich die Grundumlage aus dem Härtefallfonds zurückholen kann. Das heißt, der Steuerzahler, der kleine Arbeiter finanziert jetzt die Wirtschaftskammer quer. Also das ist grün-schwarze Politik.
Wollen Sie dazu Stellung nehmen, Herr Obernosterer? Kann er nicht, weil da können wir noch ewig reden. Das habe ich eigentlich schon x-mal erklärt im Parlament drin. Das ist erklären, jedes ist Mal so auf der Rede drauf. Wir wissen Fragst genau, auf dass wir Homepage Ressourcen vom Finanzministerium genommen haben, die auch in dieser Krise nichts kosten. Ihr wisst genau, dass auch diese Institutionen Rechnungshof geprüft werden. Es liegt alles offen. Wir sollten ein Interesse haben in die so einer Kofa, Krise, wo das nicht wäre, Rechnungshof das ein Interesse richtig haben, da irgendjemanden irgendwas zu also ich verstehe die Diskussion nicht. Ich verstehe die Diskussion nein, nicht, weil die Situation viel zu ernst ist. Die Situation ist viel zu ernst. Da lege ich, obwohl ich die Leute nicht kenne, aber da lege ich meine Hand ein, dass alles korrekt abgerechnet wird. Wenn die Ressourcen dort sind, dann soll ich eigene Ressourcen oder sonst wieder aufbauen. Nur weil sie Wirtschaftskammer heißt. Und ich weiß nicht, was hier für eine Institution hat. Jetzt sollen die Arbeiterkammer machen. Das Finanzministerium hat einen Vorschlag gemacht, genau, wie wir die parlamentarische Kontrolle. Lass mich mal ausreden. Hinein, nein, ihr verweigert euch, damit ihr das sagen könnt, was ihr jetzt noch sagt. Nein, das stimmt nicht. Warum gehe ich nicht hinein? Das wissen Sie. Wir sind Parlamentarier, wir arbeiten im Parlament und nicht in Beiräten. Und wir haben keine Maulkörbe auf. Wir haben einen Vorschlag gemacht, wie man im Parlament diese Milliardenhilfen auch einfach einer vernünftigen Kontrolle unterzieht. Es ihr beide verweigert bis heute, da steht doch nichts drin. Das wissen Sie doch selber. Die Grüne ist ja auch rausgegangen, weil sie da drin nichts erfährt. Lassen Sie mich eine Sache noch versuchen. Was man hier deutlich spürt, auch in dieser Diskussion und auch in den parlamentarischen Debatten der letzten paar Monate, ist vom nationalen Schulterschluss zu Beginn dieser ganz großen Krise Doppelbauer ist nichts mehr übrig. Was muss passieren? Wie stark müssen die Zahlen ansteigen? An welcher Situation müssen wir anlangen, damit alle Parteien sagen, so jetzt müssen wir wieder einen gemeinsamen Kraftakt starten? Glauben Sie, ist das nochmal denkbar, so wie das im März dieses Jahres war? Also ich glaube, aus meiner Sicht, und ich glaube, das würde jeder Neos sofort auch unterschreiben, ist, wir wollen ja konstruktiv miteinander arbeiten. Aber was wir einfach gesehen haben, und das war natürlich am Anfang, weil Sie den nationalen Schulterschluss jetzt angesprochen haben, ich glaube, das war ganz wichtig. Und es war uns auch ganz wichtig, dass wir sagen, okay, wir verstehen, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Niemand hat diese Crystal Ball, wo man sieht, wie geht es jetzt weiter. Und ja klar, wir halten hier zusammen und wir schauen mal, bis wir die ersten Daten, die ersten Fakten haben, dass wir hier natürlich mal eine Entscheidung treffen. Und das war gut und richtig aus meiner Sicht. Wir sind jetzt nur 7 Monate später in diesem Prozess. Und wir haben halt bei ganz, ganz vielen Dingen gelernt. Und die COFAG ist oder die Kontrolle der Milliarden, die ausgegeben werden während der Krise, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Intransparenter könnte es nicht sein. Und damit, glaube ich, hat man sich einfach das Vertrauen, dass man am Anfang, wo man versucht hat, gemeinsam zu arbeiten, wirklich aus meiner Sicht auch sehr, sehr zerstört, weil wir halt schlicht und einfach sehen, dass hier Dinge ausgehandelt und gemacht werden, die nichts mit Evidenz oder mit Fakten zu tun haben. Nur einen Satz zum Schulterschluss, weil den Schulterschluss also, hat es gegeben, ja, aber nur von einer Seite, von der Opposition. Nie von der Regierung, nie von den Regierungsparteien. Die Opposition hat meines Erachtens sowohl die SPÖ, die NEOS als auch wir haben teilweise gemeinsam Anträge eingebracht im Parlament, die sind alle abgelehnt worden von den Regierungsparteien oder schubladisiert in den Ausschüssen. Ich möchte nur ein Beispiel auftreffen, was der Kollege Greiner schon angesprochen hat, was Wichtiges wäre, sind die Gemeinden, die Finanzierung der Gemeinden. Das kommunale Investitionspaket war ein erster Antrag von mir persönlich, von unserer Partei. Dann ist die SPÖ als zweites hier aufgesprungen und dann hat sie es umgesetzt. Das war auch in Ordnung. Da geht es aber nur um Investitionen in Projekte. Und den Gemeinden, mittlerweile ist ja die Zeit ein bisschen fortgeschritten, wir wissen jetzt, wie viel einbricht, wie viel die Einnahmen der Gemeinden einbrechen, wie viel die Staatseinnahmen einbrechen. Den Gemeinden fehlen 2 Milliarden Euro. Das heißt, sie werden diese Investitionen nicht tätigen können, weil sie dieses Geld, das sie jetzt für Investitionen irgendwo vielleicht geparkt hätten oder vorgesehen hätten, jetzt verwenden müssen, um ihren eigenen Haushalt, einen ordentlichen Haushalt ausgleichen zu können, um die Grundversorgung sicherstellen zu können, um eine Kinderbetreuung sicherzustellen können, um ein Seniorenheim weiter betreiben zu können, um die Infrastruktur in der Gemeinde aufrechterhalten zu können. Und da wird man helfen müssen. Und dieses Geld, wenn man das den Gemeinden gibt, kommt es auch direkt bei den kleinen und mittleren Unternehmen in den Regionen an. Ich würde auf die Uhr schauen. Herr Greiner, ganz kurz, nationaler Schulterschluss. Gibt es sowas nochmal aus Ihrer Sicht? Also wir stimmen noch immer vielen Sachen zu. Das Problem ist,
dass die Vorschläge, die von der Opposition kommen, die genauso gut sind wie die Vorschläge, die von der Regierung kommen, werden in der Regel abgelehnt. Dann werden Teile manchmal als eigenes verkauft, eine Woche später bei den Pressekonferenzen und nicht einmal gesagt, das war eine gute Idee von euch. Aber so oft ist ein Beispiel, es ist in Vorbereitung und ihr macht es noch quasi schnell einen Antrag, zwei Tage vorher, damit es dann quasi... Die Idee, das Arbeitslosengeld zu erhöhen, ist von uns gekommen. Nein, die Idee haben wir schon lange. Stimmt, wir wollen das Arbeitslosengeld natürlich. Das, was stimmt, ist, dass für 3 Monate unsere Forderung quasi umgesetzt, für 3 Monate nur umgesetzt wurde, fürs nächste Jahr gar nichts. Und was stimmt, dass das Umsetzen von unserer Forderung dazu geführt hat, dass es nicht zu einer sozialen Krise geworden ist bei Arbeitslosen, aber nur für diese 3 Monate. Wir stehen jetzt vor 15 Monaten, 3 Monate ja, dieses Jahr wir, die und 12 Monate. Haben. Das ist ja ein Vorschlag, der von uns kommt. Ja, und es ist kein Euro im Budget dafür, kein Euro bei Arbeitslosen. Kurzarbeiter verlieren 20% ihres Einkommens. Das ist nicht so, dass die super verdienen, die verlieren 20% und die Arbeitslosen verlieren 45%. Wir sind eigentlich schon am Ende unserer Sendezeit. Ganz kurz, da sieht dann der Herr Obernostra. Also, aber die Managerboni werden ausbezahlt, da zu 100%. Hat man sich verdorben mit der Opposition? Also ich glaube, es ist auch ein Stück Normalität. Die Leute haben, die Parteien und Fraktionen haben unterschiedliche Prioritäten im Budget. Und das sieht man auch, glaube ich, in der Diskussion. Das ist auch wichtig, finde ich. Bei uns war halt wichtig, dass jetzt im Klimaschutz mal was weitergeht. Und kann auch nachvollziehen, dass andere gern woanders mehr hätten. Es ist halt am Ende sozusagen ein Topf, der auch endlich ist. Und ich glaube, dass es immer wieder Angebote gibt. Wir haben auch gemeinsame Anträge durchgebracht. Und mir ist es ein großes Anliegen, dass möglichst viel gemeinsam mit der Opposition gemacht wird, wenn es möglich ist. Letztes Wort vielleicht noch zu diesen ganzen, die Regierung verschiebt irgendwie die Milliarden in der Gang und so weiter. Meine Erfahrung auch mit den Leuten, wenn ich zusammenarbeite, ist, dass das einzige Ding, was die jetzt im Kopf haben, ist, wie können wir die Wirtschaft wieder rauskriegen aus dem Problem, wie können wir schauen, dass die Leute nicht von Corona betroffen sind. Und das ist das, was sozusagen das wichtigste Anliegen ist. 1000 Euro Gutschein für jeden Österreicher und die Wirtschaft wird vorgehen. Marco, Schulterschluss noch. Ich glaube, wir sind alle unserer Verantwortung bewusst. Ich glaube, dass es diesen Schulterschluss in Summe nach wie vor gibt, nicht nur damals. Und schauen wir uns die politische Praxis an. Ob das der Antrag von da kommt, weil er einen Verein gehört hat oder das ablehnt und der später einbricht, das ist komplett egal. In den Ausschüssen wissen wir, dass wir ganz eine andere Sprache haben. Ihr wisst genau, wie viel man gemeinsam wird, wie viel das diese Regierung von euch auch übernimmt. Das wisst ihr genau und du hast das auch gesagt, wir machen viele gemeinsame Beschlüsse. Aber eins verstehen natürlich auch, da sitzt jetzt die Vertreter der Regierungspartei und da ist die Opposition. Das, was inhaltlich gearbeitet wird in der Verantwortung, sei uns alle klar, schaut eigentlich manchmal wirklich ganz anders aus, als wenn die Opposition vor der Kamera sitzt oder am Rednerpult ist. Das stimmt. Aber in Summe sind wir uns wirklich bewusst, dass wir eigentlich in dieser Krise nur gemeinsam durchkommen. Oft ist es so, dass zum Beispiel die Grünen eher meiner Meinung sind als eure. Herr Kreiner, das stimmt. Da muss ich hier den Sack zumachen. Versöhnliche Worte doch ein bisschen zum Abschluss. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen fürs Diskutieren heute Abend. Danke fürs Kommen. Meine Damen und Herren, heute geht es bei uns noch einmal ums Geld für Auswege aus der Wirtschaftskrise. Darüber wird nämlich auch auf EU-Ebene verhandelt und bei Peter Fritz in Inside Brüssel diskutiert. Heute ab 22.40 Uhr hier bei uns im Sender. Und davor eine weitere Folge unserer Reihe im Brennpunkt Verbrechen über die Psychologie von Serienmördern. Einen spannenden Abend noch hier bei uns und bis ganz bald.